Willkommen zurück zu Paper Mario The Thousand Year Door. Wie ihr sehen könnt, da rechts war eine Keycard. Das ist die Keycard, um hier rauszukommen. Oder besser gesagt, um in die letzte Tür hineinzugehen, wo wir noch gar nicht drin waren. Doch um mal in die Keycard zu kommen, müssen wir hier erstmal ein paar Jump'n'Runs überleben. So, das haben wir letztes Mal gemacht. Dort oben links war ein richtig nices Item. So, und jetzt... Letztes Mal sind wir hier runtergefallen, musste ich alles neu machen, so wie jetzt, lol. Aber nicht heute. Nein, heute wird mir das nicht passieren. Okay, genau, dort geht es hinein. Ich glaube, da geht es auch weiter. Allerdings, aufpassen, aufpassen, nicht runterfallen. Allerdings ist dort oben noch ein Item, an das ich gerne versuchen möchte, ranzukommen. Ich überlege nur gerade, wie das geht. Okay, ich glaube, ich muss erstmal... Oh nein, nein. Okay, gut, Gott sei Dank. Ich dachte, ich wäre runtergefallen. Ich glaube, ich muss hier lang. Jetzt rüber. Ah, ah. Nicht ganz. Aber da oben ist wieder ein Ultrapilz. Ne? Das sind alles Ultrapilze, die du bekommst. Eigentlich ja ganz nice. Und ich kann hier einfach stehen bleiben. Cool. Chillig. Ja, eigentlich ganz nice, weil Ultrapilze heilen 50 Leben. Und das ist vor allem bei den Partnern sehr nützlich, weil die haben ja... Mann! Die haben ja immer so um die... Was waren das? 30 Leben oder so? Boah, das ist... Was ist das für eine schwere Geburt? Komm jetzt, lass mich hoch! Kann ich hier meinen Sprung aufladen? Nee, kann ich nicht. Also ich muss hier wirklich mit meinen Base-Fähigkeiten irgendwie rüberkommen. Komm, das war doch jetzt nicht so schwer, Spiel, oder? Oh Mann, aber wirklich, die Ultrapilze lohnen sich mitzunehmen. Ja, ich habe jetzt auch schon eine gute Sammlung, würde ich sagen. Und ja, dann tun wir mal irgendein Item weg, was ich eh nicht benutzen werde. Wie die Shop-Uhr. Ach, oder muss man hier vielleicht lang? Ach, was, schaut mal, die Keycard ist für hier oben. Aha. Bin ich hier vielleicht falsch? Oder Gold richtig? Gold richtig. Hier muss man lang. Aha. So kommt man an die Schlüsselkarte. Ah, okay. Und die Röhre dort mitten in der Mitte. Ah, ich glaube, die mittlere Röhre ist dann einfach der Weg, wie es weitergeht. Das heißt, ich habe alles richtig gemacht. Perfekt. Nur jetzt noch mal ein bisschen Jump'n'Runs machen. Aber das sollte doch relativ fix gehen. Hoffe ich. Na komm. Beeilung. Ich will so einen Speed-Button haben. Kennt ihr das? Wenn ihr so ein Spiel vorspulen wollt, das habe ich jetzt gerade nötig. Aber hey, zumindest geht die Musik richtig ab. Das ist zumindest etwas. Ah! Okay. Jetzt aber. Krise. Okay. Es wird mir nicht ein weiteres Mal passieren. Nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Huah! Okay, ich stehe drauf. Springen. Oh nein. Oh Gott sei Dank, da kann man rüberspringen. Ich war mir gerade sehr unsicher, ob ich das kann. Yippie! Oh, der Safe Block, den habe ich auch dringend nötig. Und da müsste ich wahrscheinlich auch noch dran. Also ab geht's, bam. Ah ja. Ziemlich praktisch, würde ich mal behaupten. Na gut. Wow, ja, wow, wow, ja, ja. Weiter geht's. Ja, hast du meine Schlüsselkarte? Und ich gehe jetzt hinein. Was geht denn jetzt ab? Hm? Was? Du schon wieder? Na, das seid ihr. Ich habe euch schon erwartet. Aber das, erwartet Mario, wo ist dieser Kerl denn damit? Erst locken wir euch mit unserem Sternjuwel hierher. Und jetzt schnappen wir uns alle Sternjuwelen auf einmal. Das ist der Plan. Und Mario, deine geliebte Prinzessin Peach ist schon lange nicht mehr hier. Was? Tatsächlich, Peach ist weg? Und wo ist die Prinzessin denn jetzt bitte? Das werde ich euch doch nicht auf die Nase binden. Auf, los, die Show beginnt. Ich werde euch hier fertig machen. Ich und der Neo Crucibot. Oh, oh. Der Nummer 2!
steht hier Nummer 2, weil er wird jetzt verlieren gegen uns. Seid ihr soweit? Ich zeige euch, was Kursion Power ist. Das wollen wir sehen, Kollege. Aber ist das schon das Ende? Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Denn hier Kruss die Beine stärker als alles, was du je gesehen hast. Und davon kannst du dich gleich selbst überzeugen. Imposant, aber wir können ihn besiegen, Mario. Wir? Ich glaube eher, dass ich die Hilfe von Gobrina eher in Anspruch nehme. Ja, kein Problem, Mario. Was gibt's denn? Naja, der Typ da. Na, okay, stimmt, ich sehe ihn. Das ist der Neo-Krusibot, ne? Ja, er ist noch stärker als der alte Krusibot. 70 KP, 6 Angriff, 2 Verteidigung. Boah, 70 KP. Ich glaube, selbst im ersten Paper Mario gab es keinen Gegner mit 70 KP. Seine Hauptattacke ist der Krusidrill. Dabei rammt er dich in den Boden. Auch kann er natürlich seine Arme als Düsenpranken einsetzen. Für die Arme gilt 5 KP, 9 Angriff, keine Verteidigung. Oha, zweimal Sachen auf einmal scannen, danke. Ja, kein Problem. Wenn es soweit ist, greifen dich Körper und Arme separat an. Die Arme haben wenig KP, also solltest du sie zuerst erledigen. Hat der Neokrusibot nur noch wenig KP, greift er auch mit einem MG an. Optisch gibt es keine wesentlichen Veränderungen. Aber dieses Ding ist schon stärker als der alte Krusibot. Hübsch sind sie allerdings beide nicht. Okay, viel Damage, viel Leben, keine Verteidigung. Attacke! Krusidrill ab! Was zur... Wow! Alter, okay, ja, Mario hat nicht so viel Leben leider, deshalb wird das ziemlich knifflig. Ich bin hier im Club, glaube ich. Okay, lass mal sehen. Ich glaube, der Sternblitz macht bei ihm nicht so viel Sinn, tatsächlich. Vielleicht der Power Plus? Erhöht Angriff und Verteidigung für im Team. Für eine Weile. Ziele auf die Tafel und drücke A. Okay, wie buffen wir uns? Wie geht das nochmal? Ich hab's vergessen. Was? Ach, schnell abschießen! Nicht gut. Oh Gott, ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Nein! Oh, ich kann es mit Steuerkreuz machen. Viel besser. Oh, viel besser. Oh, viel, viel besser. Okay, 3, 2, irgendwas? 2, 2, 3. Ah. Ja, ist in Ordnung. Jetzt steht da doch 3? Nee. Ach, 3 Runden lang plus 3, 3 Runden lang plus 2. Verstehe. Ist, glaube ich, in Ordnung. So. Mach mal den Multi-Kopfnuss, würde ich sagen. Wenn ich ihn landen sollte. Aber doch. Doch. Oh mein Gott. Ja, not bad, not bad. Besser als erwartet. Ich meine, okay, was soll ich erwarten, ne? Zeit für unsere ganz spezielle Spezialattacke. Tut doch gar nicht weh. Hä? Was zum... Wow. Oh. Ja, stimmt. Gott sei Dank hat sie die jetzt schon gescannt gehabt. Kann ich so einen Sprung nacheinander machen? Das habe ich nicht als Orden drin, ne? Doof. Tja, zumindest haben wir den Sternenblitz. Der wird wehtun. Zumindest an den Armen wird das wehtun. Ah! Ja, ja. Und wie es das wird? Axi! Y. Ich hab was anderes gedrückt. So, perfekt. Angriff! Oh, wie er schon kippt. Das tut ihm gar nicht gut. Was? Wie bitte? Das ist jetzt wohl ein Scherz. Oh, oh. Macht größer oder erhöht die Angriffskraft? Ja. Ja, doch. Doch, gib das mal Mario. Nochmal plus 2. Und dann nächste Runde machen wir richtig viel Schaden. Falls wir es überleben sollten. Alter! Nein! Was ist das? Was ist das? Hä? Hä? Was zur Hölle? What? Warte mal, Buff ist weg? Warte, ich hab keinen. Ich hatte keinen Lebenspilz. Ich hab keinen Lebenspilz? Ja, nochmal versuchen, bitte. Okay, oh Gott. Das wird ein... Das wird ein harter Finger. Aha. Ja, ich bin doch wieder mit Kupio drin, das wollte ich auch nicht.
weil ich ihn ja auch erstmal scannen muss. Ja, und dann austauschen zu jemand anderem. Aber zu wem ist die Frage? So, kann ich das eben skippen? Geht das? Ach, ich muss das mal treffen. Ich hab schon A gespammt. Ne, ich kann es nicht skippen. Ich kann. Was kann ich machen? Ging das nicht irgendwie, dass man B gedrückt hält oder so, damit der Text schneller geht? Bei mir geht's gerade nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass das originale Spiel auf dem GameCube richtig schnelle Texte hätte. Also du könntest hier wirklich alle so zack, zack, zack wegskippen. Und dann hab ich doch darüber aufgeregt, dass es hier nicht mehr so ist. Weil ich auf jeden Fall so verstehen kann. Weil das sollte auf jeden Fall ein Feature sein, finde ich. Dass man schnell da den Text wegskippen kann. Seine Angriffe sind richtig schwer auszuweichen. Habe ich wirklich keinen anderen Kollegen hier? Ich muss meine Taktik auf jeden Fall ändern. Das hat nicht gut geklappt vorhin. Ja, Barbara macht vielleicht guten Fire Damage. Ich weiß aber nicht, was effektiv gegen ihn ist. Ich kann theoretisch hier nochmal Scanner-Info nachschauen, aber es ist so ein langer Text. Das lohnt sich nicht. Doch, ich denke, Barbara könnte mehr Damage ausrichten. Mit ihr kann ich besser kämpfen, glaube ich, von allen Charakteren. Verwirrt. Greift alle an. Versteckt Mario. Mario zu schützen jede Runde könnte hilfreich sein. Andererseits könnte der Damage auch nicht schlecht sein. Schaut mal, der brennt. Ja. Und dann immer, wenn Mario low ist, ihn vielleicht verstecken. Ja, okay, ist jetzt schon low, ne? Damn it! Bam. Ich hoffe, dir schmeckt die Verbrennung, Kollege. Ich habe noch mehr, wo das herkam. So. Ja, der Voltopilz wäre geil, wenn ich dich die ganze Zeit Schaden nehmen würde und so viel Damage tanken müsste. Ich wechsle erstmal. Vielleicht greift er dann eher sie an, statt mich. Ansonsten. Hä, ich hab gedrückt! Ich hab gedrückt! Egal, hat trotzdem viel Damage gemacht, nicht so schlimm. Aber seltsam. Ja! Bam! Okay, nein, ich hab den falschen Angriff eingesetzt. Ich hab mich auch voll gefunden. Warum springt er so hoch? Das war der falsche Angriff. Dammit! Okay, ich schätze mal, hier ist es am sinnvollsten, beide Arme. Hä? Kollege, was soll das? Okay, danke. Beide Geschossarme kaputt zu machen. Der hat bestimmt nicht noch mehr, oder? Oder? Hier, keine Ahnung. Bitte sag mir, du machst genug Damage. Was? Ernsthaft? Barbara, ist das dein Ernst? Oh Mann. Ja, doch. Sprung. Wow, was mit dem Cool habe ich langsam drauf mit Marius Sprung. Oh, Bingo. Oh, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Schade. Ich aber nicht. Okay, und ja, das ist sehr gut, dass Barbara vorne ist. Dann tankt die zumindest. Das habe ich auch nicht verstanden. Oh, warum habe ich keinen Pilz gekauft? Kein Lebenspilz. Ich Vollidiot, Mann. Wie wär's, wenn wir das anders machen? Du? Boah, ich habe so viele Ultrapilze. Du gibst Mario einen Gericht, stellt 7 KP her. KP Erholung setzt ein. Sterndinner. Weißt du was? Das machen wir bei Mario. Der kann das sehr gut gebrauchen, den Sterndinner. Das heilt zwar nicht 10, aber es heilt auf jeden Fall genug erstmal. So. Machst einen normalen Jump drauf. Sehr schön, sehr schön. Zweiten Cool soll ich bekommen, aber passt schon. Wir laden trotzdem sehr gut auf. Ne? 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 Ja. Ja. Ach, nicht die Attacke. Okay, geblockt. Immerhin etwas. Oh, plus 2 heilt das. Ja, das war der Orden. Okay. So, du. Schattenhieb. Oh, das wird ein Lagerkampf, Freunde. Es tut mir leid, es wird auf jeden Fall ein Lagerkampf. Weil ich keine richtige Taktik gegen den habe. Mann, das habe ich davon, dass ich Mario keine Leben gebe beim Level Up. Ich Idiot. Stampfattacke. Bam.
kann zwar den Cool nicht bei der Schnappattacke, weil ich nicht weiß, wo man drücken muss, aber es macht, glaube ich, ein bisschen mehr Damage, so ein, zwei mehr Damage. Oh, was? Er kann die wiederholen? Nein! Okay, geblockt, geblockt. Was? Schalke schon wieder. Auf uns oder auf ihn? Auf ihn. Schön. Schön, Verbrennung. Ja, also... Ich weiß auch nicht. Barbara ist ganz nett für den Kampf. Aber vielleicht nicht die Nummer 1 Wahl. Andererseits... Was soll ich sonst bitte machen? Ja doch, warte mal. Wen habe ich denn hochgelevelt? Kann ich das nicht sehen? Ach man, wenn ich das jetzt wüsste. Gumbrina habe ich auf jeden Fall hochgelevelt. Also ich meine, aber Barbara habe ich auch hochgelevelt. Die hat doch so viele KP jetzt. Aber irgendwie... Ich glaube, Gumbrina macht mehr Damage. Das ist jetzt schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig. Habe ich irgendwas, was mir helfen könnte? Ne, ich habe alles weggeworfen. Sehr gut! Bei den Voltopilz. Auf... Machen wir es auf Barbara. Ich meine, das in meinem Kampf. Habe ich jetzt entschieden. Und Mario, du kämpfst weiter mit deiner Stampfattacke. Ja. Wie viel Damage war das? 5, 6? Sehe ich das bitte? Spiel? Okay, einfrieren kann ich ihn nicht, aber er brennt auch zumindest. Okay, geblockt. Oh, Mario braucht dringend Hilfe. Oh, war eigentlich auch. Oh. Schwierige Lage. Nein, die Stampfattacke war eigentlich gleich mal so viel Damage. Okay, lass mal überlegen. Barbara? Nein, wir wechseln. Wir wechseln. Mario setzt ein Heil-Item ein. Was habe ich denn so Schönes? Nur jeweils anderen zu erreichen. Superpilz. Machen wir einen Superpilz. Mario frisst den Pilz. Ist kein Mini-Pilz, keine Sorge. Wenn das so aussieht. Barbara? Macht den Such mich. Schützt einen Zug lang vor Angriffen. A, B, B, A, B. Warum auch immer man da so ein Kombi braucht. Oh! Was? Wie jetzt? Mehr Verteidigung oder was? Das ist ja mega unnötig. Genau jetzt natürlich, ne? Ja, durch den Boden bohrt. Du Maulwurf. Ja, voll dumm. Genau jetzt kommt natürlich der Zauber. Wie? Hä? Wieso greift er an? Was zur Hölle? Und der Voltopilz juckt ihn überhaupt nicht. Ist klar. Er hat zumindest immer den Damage vom Shy Guy. Danke, Mann. So ein Fan. Ich weiß. Der Maxi-Beben würde, glaube ich, Damage machen. Buffet, Powering. Schade, Gegner, die du einkreist. Ich bin zwar schlechter drin. Aber. Was soll ich? Hä? Was? Okay, ich glaube, ich check den Angriff nicht. Was war das denn jetzt? Das wird den Gegner. Das wird nicht funktionieren, Mann. Das wird nicht funktionieren. Sorry, ich muss sie austauschen. Ich pack Gumbrina rein. Bei ihr habe ich mehr Hoffnung. Und dann gleich Gumbrina nach vorne setzen. Damit Mario nicht sofort stirbt. Hoffentlich setzt endlich wieder seine Special Attack ein. Das ist eine Dose? Nein, Mann, die ist leer. Seine Special Attack ein, wo seine Hände wieder fliegen. Das wäre gar nicht gut. Ja, den Multikopf los. Ja. Wenn der trifft, dann trifft er gut. Kann man so sagen. Erhöht Angriff und Verteidigung im Team für eine Weile. Ich denke, das ist das Sinnvollste gerade. Ah, jetzt wieder das, ne? Ich mag das Minigame überhaupt nicht. Aber solange es funktioniert, solange ich keine Giftpilze treffe und plus 3 auf beidem habe, ist doch sehr gut. Vielleicht sogar plus 4? Oh, plus 4 auf, was war das? Verteidigung? Ja, plus 4 Verteidigung, das kann ich jetzt sehr gut gebrauchen.
Oh, let's go. Ist der Neokrusibot denn wirklich so schwach? Da hilft wohl nur noch eine super Spezialattacke. Eine was? Ey, frisst euch mal beim Publikum. Geht's noch? Da halte ich jetzt aber nicht dadurch, oder? Nimm das. Was soll das? Wow. Oh, cool. Danke, plus 4 Verteidigung. Das kommt ja gerade gelegen. Ich muss gar nichts drücken. Boah, ich glaube, das hat uns richtig fett gemacht. Stellt euch vor, Mario wäre vorne gewesen. Alter. Okay, Multikopfnuss. Ah! Timing versaut. War ja klar, dass das wieder passieren wird. Ich mach den normalen Sprung. Der macht mehr Damage. Ich bin mir ziemlich sicher, der macht mehr Damage. Der macht jetzt 8, ne? Schaffertacke macht 5 oder 6. Oh, bingo. Nett. Ja, komm, ist doch auch ein Stern. Naja, was soll's. Was geht jetzt ab? Och, nicht das schon wieder. Gut, dass wir noch Verteidigung haben. Also wirklich, die Sternattacken, sage ich jetzt mal. Konter sogar. Was krieg ich mit B kontern? Das hier, diese Animation, das ist ein Konter? Das geht? Oder was war das gerade? Jedenfalls die Sternattacken, die lohnen sich in dem Spiel total. Also sie kann ich wirklich jedem empfehlen, dass er die benutzt. Also einen Run zu machen, ohne die zu benutzen, das ist wirklich ein Challenge-Run, sage ich euch. Sag ich! Ja? Nice. Aber der kann doch den Neo-Crucibot nicht so einfach besiegen, oder? Tja, ich schätze, das sieht mal ein bisschen anders aus. Juhu! Oh, er kippt wirklich jetzt um. For realsies. Haha, Lappen. Abschluss, Bonus. Danke, Mann. Und das dritte Level hat gewimmelt. Zauberkraft ist erschöpft, ne? So, was heißen. Warte, bedeutet das, wir müssen jetzt den neuen Zauber kaufen? Endlich? Okay, krass. Aber warte mal, war das jetzt wirklich der Endboss? Crucius! Das war mal wieder ein Schuss in die Weltatmosphäre. Ins Weltall. Bye, bye. Huh. Seltsam. Das war wirklich jetzt das letzte. Mario! Ja, ich sehe es. Tatsächlich! Da haben wir es! Das letzte Sternjuwel! Jetzt haben wir 8 Sternenergie. Und die Attacke Sternhagel. Oh, das klingt geil. Klingt wie Sternschauer oder sowas. Und damit, Freunde, haben wir sogar Kapitel 7 geschafft. Und alle 7 Sternjuwelen gerettet. Ehrlich gesagt bin ich jetzt aber ein bisschen verwirrt, was wegen dem Raum unten eigentlich los ist. Aber vielleicht kann man sich noch gleich umbewegen. So fand Mario das letzte Sternjuwel auf dem Mond in der Höhle der Krusion. Aber Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden. Wohin mag Peach wohl verschleppt worden sein? Der mysteriöse Crucius, hat er den Schlüssel zur Lösung aller Rätsel? Und was ist die Bedeutung der Sternjuwelen, die Mario gesammelt hat? Welche Wendung werden sie dem Abenteuer noch geben? Gute Frage. Nicht mal zu Peach werden wir jetzt noch gesendet. Nur noch zu Bowsers Sicht. Das sind wir also, ne? Und wo ist nun der Tempel mit dem Sternjuwel? Euer Ratseligkeit, das muss er sein. Aha. Sehr schön. Also holen wir uns das Sternjuwel. Ja, was wollt ihr hier? Verschwindet! Ich hab hier Urlaub! Verstanden! Ach, mit einem schicken Geweih im Flur würde mein Haus noch eleganter sein. Aber deine Hörner sehen auch recht stattlich aus. Was? Finger weg von meinen Hörnern! Bläh. Ich glaube, es hakt, ey. Ah, Bowser! Ja, sicher doch. Wer denn sonst? Hallo, wie gefällt dir das Klima in Bad Lümmerich? Wie, der große Bowser? Nun, wie auch immer, ist dieser Panzer nicht viel zu warm? Ist sie nicht heiß? Ich sag, was heißt es? Ja, mein Atem. Du bist aber groß. Wie heißt du denn? Handlungsreisender. Falscher Name? Der große Bowser.
Der bin ich. Ich bin so unfassbar böse. Schau nur, dieser elegante Brunnen, so was ist Kunst. Ja, wirklich, was für ein Kunstwerk. Der Wert wahrer Kunst ist nur schwer in Zahlen auszudrücken. Aber Reiche sind bereit, Geld für Kunst auszugeben. Verborgene Werte sind eben nur schwer zu erkennen. Was faseln die da? Schnauze, Mann! Denken die, die können reden, während sie bei mir sind? Tür verschlossen? Aufmachen! Oh, das hat geklappt. Haha, das Schloss ist auf. Oh, was für ein Glück. So, wollen wir doch mal hineinschauen, hm? Halt Sternjuwel, ja? Schauen wir doch mal. Das muss das sein. Hey, gut gemacht, Bowser. Endlich habe ich ein Sternjuwel. Wer war ja Zufriedenheit? Ach, wie das glitzert. Wen haben wir denn da? Ihr seid Diebe, genau. Ich irre mich nie. Ja, jetzt haben wir gut zu, Freundchen, ja? Was laberst du? Ich bin... ein mysteriöser Dieb. Nein, ich bin Benjamin. Benjamin, nee, da geht ja gar nicht. Ich bin Cooper Nikus und dieses Sternjuwel ist mein Eigentum. Ach so. Naja. Das ist ein billiges Imitat. Nimm es, wenn du willst. Was? Ein Imitat? Und ihr stellt es im Tempel aus, als ob es echt wäre. Also, wo ist das Original? Hm, spuck schon aus. Das echte habe ich meinem guten Freund Luigi gegeben. Dass ausgerechnet Luigi uns zuvorkommt? Diese Brüder, sie sind alle beide unausstehlich. Es ist wirklich zu dumm, dass die uns immer zuvorkommen. Aber die Frage ist doch, wo diese Gestalten jetzt sind. Ja, Boshaftigkeit! Was will er denn jetzt hier? Paragumba, was gibt es denn so Dringendes? Ich bringe noch Informationen. Es scheint, als würde Peach in der Nähe des Äonentors gesichtet worden sein. Was, Peach? Das Äonentor? Was ist dann? Was ist das denn jetzt schon wieder? Das Äonentor müsst ihr doch kennen, euer Herrlosigkeit. Die Legende sagt, dass sich hinter diesem Tor ein unsagbarer Schatz befindet. Oh! Los, wir brechen auf! Wir schnappen uns Prinzessin und den Schatz! Vorwärts, Kirby Cooper! Geht das nicht schneller? Mann, ich bin halt schon im Alter, okay? Du benutzt deinen verdammten Besen! Luigi, lass dich nicht unterkriegen. Ich glaub an dich. Ich bin zwar der Mario, aber ja, ich werde mich nicht unterkriegen. Endlich haben wir alle 7 Sterne wählen. Damit können wir jetzt auch das legendäre Tor öffnen. Nur eine Frage. Wo haben diese Kerle nur Prinzessin Peach gebracht? Gute Frage. Ist ja nicht so, als hätten wir es gerade gewusst. Auf jeden Fall sollten wir zurück nach Rolingen. Vielleicht weiß Professor Gumbert ja, wo wir die Prinzessin finden können. Ja, ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Kein schlechter Anhaltspunkt. Aber trotzdem frage ich mich immer noch, was ist denn jetzt ganz unten rechts? Da kamen wir nämlich gar nicht rein. Nee, bevor ich hier die Folge beende, will ich nochmal nach ganz unten gehen und euch das zeigen. Also ist jetzt klar, wie es weitergeht. Wir sollen uns teleportieren nach Rolingen und schauen, was da abgeht. Aber hier rechts kommt man nicht rein. Ich dachte, dass dieses hier rechts das Finale wäre oder so. Ich meine, ich mochte das Chapter, das Chapter war ziemlich gut, aber es war ein bisschen kurz. Ich fand das Chapter war ein bisschen... Warte, jetzt können wir rein? Was ist denn? Hey, das ist doch Tech! Also, war Tech. Identifiziere Mario. Bitte Bestätigung. Mario, endlich. Ich bin Tech, der Zentralcomputer dieser Mondbasis. Ich muss dir etwas mitteilen, dringend. Prinzessin Peach ist... Sie ist... Formatiere. Hauptspeicher gelöscht. Generatorleistung sinkt. Notstrom, Makregrad und Backup-Daten sichern Basisfunktionalität.
Mario, Prinzessin Peach ist nicht mehr hier. Ja, wissen wir. Du musst Peach retten. Peach ist auf dem Weg zum Äonenpalast. Crucius hat sie in seiner Gewalt. Diese Information musste ich übermitteln. Im Äonenpalast? Im Äonenpalast? Hinterm Äonentor? Energieversorgung versagt in Kürze. Evakuierung nach Rohlingen über Transporter. Transporterraum befindet sich in UG2. Öffne Transporterraum. Sofort evakuieren. Stromversorgung für Transporter zu schwach. Leise gesamte Energie um auf Transporteranlage. Und du? Umleiten der gesamten Energie bewirkt. Irreversible Abschaltung aller Systeme. Rettung von Prinzessin Peach hat jedoch höhere Priorität. Begegnung mit Peach ermöglicht mir Einsicht in Konzept der Liebe. Systemzusammenbruch ignorieren. Menschen sind wichtiger als Computer. Mario, du musst Prinzessin Peach unbedingt retten. Bitte, Mario, ich liebe sie. Und sag Prinzessin Peach, bitte. Bitte was? Oh, da ist sie. Da ist sie, die Peach. Dass ich ihr danken möchte. Wow. Mhm. Verstanden, Tech. Beeilt euch, ihr müsst schnell zum Transporter in UG2. Und Mario, du musst Peach. Power off! Dun 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 dun. Der Arme. Jetzt ist Tech wirklich weg. Wortwörtlich. Mario, wir müssen Peach retten. Auch für Tech. Ja. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, Peach zu retten. Also, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Eventuell werden wir beim nächsten Mal sogar schon das hier unten öffnen. Außer ich kann mich noch ein bisschen umschauen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, mich erstmal in der Stadt umzuschauen, als direkt das nächste Chapter zu machen. Vor allem wegen den Aufträgen. Aber wir schauen mal. Ah ne, zwei müssen wir.